Stimmungsvolle Orgelmusik kam am Sonntagmorgen aus der Kirche in Gersdorf. Günter Rosberg offenbarte hier sein großes Talent. Von Beruf Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Hartha ist er in seiner Freizeit ein Hobbyorganist. Am Sonntag umrahmte er hier in der Gersdorfer Kirche die Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals. Heimatfreunde und Industriemuseum hatten zu einem Rundgang durch die Kirche eingeladen. Karl-Heinz Enzmann hatte allerhand Historisches über die Kirche zusammengetragen. Schon 1529 ist die Gersdorfer Kirche in den alten Schriften erwähnt. Als feine Pfarrkirche wurde sie damals lobend genannt. Im Laufe der Jahrhunderte hat der Blitz das Gersdorfer Gotteshaus mehrmals getroffen und entzündet. Doch immer wieder fanden die Gersdorfer Christen die Kraft, ihr Kirchlein erneut aufzubauen. Die heutige Größe und Gestalt bekam die Kirche beim Wiederaufbau im Jahre 1805. Was von der letzten abgebrannten Kirche noch erhalten geblieben ist, konnte Karl-Heinz Enzmann den Besuchern am Sonntag in der Sakristei vorführen. Hier öffentlich sind die Altargefäße der Kirche. Dabei ist das Wertvollste diese Kanne. Diese Kanne ist die sogenannte Taufkanne, wo das Wasser zum Taufen aufbewahrt wird und dann in diese Schale gegossen wird. Diese Kanne stammt von 1786 und wurde der Kirche Gersdorf gestiftet. Stolz ist die Gersdorfer Kirchgemeinde besonders auf die große Christusfigur über dem Altar. Sie gilt als ein Werk des bekannten Holzschnitzers Peter Preuer. In den vergangenen 200 Jahren blieb die Kirche vom Blitz verschont, dank der Erfindung des Blitzableiters. Aber umfangreiche Sanierungsarbeiten waren immer wieder notwendig, zuletzt im Jahre 2002. Im Jahre 1724 bekam die Kirche in Gersdorf ihre erste Orgel. Seitdem war das Orgelspielen zum Gottesdienst stets die Aufgabe des Dorfschullehrers gewesen. Erst in den 50er Jahren wurde der Lehrer von dieser Aufgabe befreit. Am Tag des offenen Denkmals faszinierte Hobbyorganist Günter Rosberg die Besucher mit seinem Spiel auf der Silbermann-Orgel.